Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Hier geht's schon gleich los und zwar mit dem E36 schon auf dem Anhänger drauf. Und wir fahren zum Raab. Was machen wir beim Raab? Wir quatschen über die Karosseriebaustelle, Heck, Seite, vorne, hinten, alles. Und wir werden den 6er nochmal anschauen, weil da ist die Karosse so gut wie fertig. Zeige ich aber euch vor Ort. Los geht's. Angekommen bei Raab. Und Herr Raab hat ja immer coole Sachen noch dastehen, wo wir noch zusätzlich einfach mal hier auf dem Hof angucken können. Und den 6er zeigen wir euch auch, weil der ist soweit mit dem Breitbau durch. Da stehen wieder schöne Sachen hier rum, ne? So, der Heinz. Ja, da hast du viel zum Lachen an dem Auto. Da hörst du gar nicht mehr auf. Also zwei Kotflügel habe ich mitgebracht, ne? Ja? Die sind im Koffer, Originale. Vielleicht legen wir da nur die Kanten an, oder? Hätte ich gesagt, ja. Ja, die liegen im Koffer. Und hier, guck mal, ist wie hier der Lack schon platzt. Gut, das ist, denke ich, Spachtel darf ich dann auch ausgehen. Und hier gucken wir, dass wir da eine Originalkante wieder hinkriegen, ne? Und da ist sogar so viel gezogen worden, dass es so absteht hier. Ja, das hätte man ändern können, aber ja, ist es so. Also im Prinzip die Seiten. Farbe ist geil. Farbe ist gut? Ja. Aber es ist nicht die Original Technoviolett. Ne, es ist Velvet Blue, muss ja das sein. Ne, Technoviolett steht im Motorraum. Deswegen war der für mich so interessant. Aber guck mal, der wurde ja komplett geduscht. Hier ist der Technoviolett, siehst du das? Hier überall, wo... Das ist das Gleiche. Nein, der ist viel heller. Ich habe Technoviolett verglichen. Aha. Und der wirkt so... Anscheinend gibt es so zwei, drei Töne. Es gab Velvet Blue. Das hätte ich jetzt gedacht gehabt. Daytona gab es und eben... Techno. Techno, ja. Und hier immer ein bisschen Techno-Braun. Techno-Braun? Ja. Guck mal. Ja. Das Übliche. Da musst du mir sagen, weil wir haben ja noch den roten da. Ich lege das erst einmal frei und dann schaue ich, wie es innen drinnen ausschaut. Wenn das da jetzt nur das da ist, dann tun wir da nur was einsetzen. Da brauchst du nichts machen, das fertig ich mir selber an. Ja, soll ich nicht von dem anderen was raus? Das brauchen wir da nicht. Wenn es da innen mal laut ist, dann ja. Das schaue ich mal an. Das zerlegen wir und dann schauen wir. Ja, bitte. No? Und dann schneidet es beim anderen da. Im schlimmsten Fall, ja. Mhm. Und da, dass wir das ganze Stück haben. Da unten drin, da. Quasi über der Kotflügelkante schneidet es ab, dass wir das ganze Material drum haben. Dass wir nicht nur das haben, sondern das auch drunter. Ach so, unter der Stoßstange praktisch. Ja. Ganz tief reinschneiden praktisch so. Na, du schneidest halt einfach dort, wenn du jetzt in den Kofferraum reingehst, wo das aufhört, da unten überall vom Kofferraum oben schneidest du. Ja. Dann kann man das sauber einsetzen. Und dann, also wie gesagt, Radläufe und das Teil da hinten. Und du solltest mir noch sagen, was für Räder du drauf haben willst, weil dementsprechend müssen wir das ja machen. So wie bei unserem Cabrio haben wir ja hinten 3 cm Breite. Ja, stimmt, bei dem schwarzen, wo es original aussieht, ne? Na, wo wir original Optik gemacht haben, aber 3 cm Breite. Ich glaube, ein Rad habe ich ja noch da. Ja. Vom 6er, ja. Mhm. Dass man dann halt das dementsprechend schon macht. Ne? Mhm. Und die Frage ist dann immer, wird das Stretchwitz machen, was hast du vor? Ne, weil das ist ja bei dir immer einmal so, einmal so. Du weißt ja, ich bin jetzt nicht so der Stretchfreund. Wobei das ist jetzt okay. Das ist im Toleranz jetzt. Ja, das ist so Rab-Mutlu-Mischung. Das ist noch okay. Aber ich finde die drübere Felge besser. Die andere? Ja. Wirklich, das Problem ist halt, wenn du bei dem Fahrwerk halt, bist du mit den Originalrädern gleich wieder rangekommen, weißt du? Die Spiegel? Super Sache. Ja. Echt toll. Hat nicht jeder. Und dann muss ich die auch schon hinterher machen, ne? Die ist ja relativ brauchbar. Ja, jetzt ist aber sicher Türverkleidung hinten und so Zeug. Da muss man auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen. Und das wollte ich alles neu beziehen lassen. Ja. Wenn du denn wieder Technoviolett zum Beispiel machst, wärst du hergegangen, hättest du die schwarze auch schon gemacht oder diese ganz helle, gab es doch diese hellgrau? Weil das sieht halt in dem Technovioletten ganz gut aus, weißt du, dieser Kontrast. Also, weil du sagst ganz hellgrau, wir haben damals, wo die Autos aktuell waren, haben wir viele nachgerüstet und dann umgerüstet auf M3-Optik, die Sitze. Das konntest du damals alles kaufen, die Kopfstützen von M3. Damals. Und haben das alles umgerüstet auf M3-Optik. Und haben dann viel mit Bicolor gemacht. Und da haben wir dann auch die Wangen außen in dunkelgrau, also in einem dunklen Grau und die Sitzflächen in hellem ganz hell. Ne, das hätte ich dann, glaube ich, eher gemacht wie komplett ganz hell. Ja, ich weiß es noch nicht. Aber ich würde da schwarz in eher wegen der. Bin zwar für Farbe, aber wenn er außen Farbe hat,
hätte ich jetzt inner schwarz gemacht und dann lieber die Nähte dann eben ein Lila oder so. Oder Motorsportfahrer. Ja gut, das können wir zum Beispiel machen. Aber guck mal, das ist jetzt zum Beispiel, siehst du, der ist hier dunkler. Das ist dieses Technoviolett. Der wurde nämlich nur einmal außen, das siehst du jetzt auf der Kamera jetzt nicht. Siehst du aber einen Unterschied zwischen da und da? Ich glaube, jetzt sind sonderlich groß. Guck mal, hier. Der ist viel dunkler. Nee, weil es dreckig ist. Nein, aber der ist wirklich hier, guck mal, jetzt ist kein Dreck mehr da. Siehst du das? Ich glaube, dass der wirklich... Halbes Gerät mal draufsetzen, was da rauskommt. Ja. Ich glaube, der ist nur außenrum geduscht worden. Mhm. Also die Kofferraumklappe hier ist ja auch alles dunkler. Das ist alles original. Aha. Ich weiß eigentlich, könntest du gleich lackieren, ne? Kann man, ja. Ja, da weiß ich, da bin ich, da find ich wieder zu viel Schwabe wieder. Hast du die Dichtungen hier? Ja. Hast du welche? Ja. Echt jetzt? Ja. Wobei die da was sind. Die da habe ich auf jeden Fall. Die haben wir noch. Ne, die nicht. Die hier brauche ich. Ja. Guck mal, wie die aussieht hier. Die kannst du ausstellen, ne? Ja. Und deswegen brauche ich die. Und ansonsten, die Scheinwerfer kannst du behalten, wenn du möchtest. Nee, das ist doch gut für dich, oder? Das ist auch noch die sind vom Limo gewesen wahrscheinlich, ne? Kann sein, ja. Ja, du, das sind einfach die Sünden. Ich habe neulich einen Kompakt gekauft. Der hat überall Aufkleber und da M-Schildler und da M-Schildler. Ja. Aber von der Basis her geiles Auto. Punkt. Ja. Da das muss man halt, damals gemacht. Muss ja halt wieder viel schwarz machen, ne? Die Dinger hier alle wieder schwarz lackieren. Aber gut. Jetzt. Also das würde ich auch schwarz machen, wobei da ist das meiste geklebt. Bist du da lange rum, das kaufst du einen neuen Satz und fertig. Sind die vom Zubehör gut, was es da gibt? Original. Ja, das ist mir klar, das Original. Original kostet aber. Die sind nicht billig, die Leisten. Vor allem die M-Leisten da, die seitlichen. Mhm. Ja, der Heinz sagt halt immer Original machen. Was kostet die Welt, ne? Ja, eigentlich muss der ja wirklich nur außenrum geduscht werden, gell? Das stimmt, ja. In diesem richtigen Technovioletten fertig. Ja. Eigentlich ein Tag Arbeit, ne? Halten. Schön. Aber die Achse und so, da haben wir ja alles neu gemacht an dem. Ja. Die ganze Achse, okay. alles neu gemacht. Ja, schaut schön aus. Und aber kein Rost drunter, nichts. Ist ein Eisenmann drunter? Ja. Die machen jetzt auch wieder relativ viel, ne? Habe ich neulich in Metzingen getroffen. Ja, vor einem Jahr haben sie richtig mal wieder die Preise angezogen. Gut, überall halt, ne? Das hast du momentan überall. Und das ist auch so, ja, wo viel Energie verbraucht wird, Metall. Das stimmt, Schweißen und also, so weiter. Und wenn du anschaust, was wir mittlerweile Schutzgasrechnungen haben, oder diese Blechtafeln da, das ist, darfst du nicht vergleichen, geh hier früher. Und dann gibt es eine Kettenreaktion. Ja. Und dann, wenn wir schon aufschlagen, vielleicht hat jeder nochmal richtig auf. Genau, wenn der Schutzgas teurer wird beim Heinz, dann wird mein Blecharbeit teurer. Ja. Dann wird Pulvern bei Mutlu auch wieder teurer. Weil er genauso die Energie braucht. Und jetzt die Alupreise sind jetzt in den letzten zwei Wochen nochmal gestiegen. Von okay. Produktion von den Felgen. Ja. Nochmal ein paar Prozent. Was muss ich machen? Ich muss auch wieder. Ja. Das ist, so wie ihr da draußen beim Chef fragt, Lohnerhöhung. Ja. Es ist immer ein Spiel. Man stuft dann alles einmal hoch. Ja. Und die Reichen werden noch reicher. Meistens. Ja, weil sie auch alles teurer machen. Das eine oder andere läuft nicht ein bisschen die ganze die richtige Richtung. So, was hast du denn da für Kundenfahrzeuge? Sehe ich jetzt gerade hier. Ja, da machen wir Beamer, Kupplung, Zylinderkopf, okay. Kopfplanen und. 37 oder 735? 35 ist das, glaube ich. Dann geht jetzt weg zum Planen und dann einmal Kopfdichtung neu und dann wieder alles sauber machen. Oh, Volvo. Ja, Volvo. Und 6er? Der 6er ist momentan bei uns das Massenauto, also wir hatten letzte Woche 8 Stück da. Warum? Inspektion. Fahrwerke, also die kriegen jetzt alle Fahrwerke, der kriegt jetzt auch wieder Motorrevision, Bläulage, Kette, Kopfdichtung. Okay. Der hat schon Fahrwerk, das hat er vor einem halben Jahr bekommen. Ja, der kriegt Fahrwerk. Sind das Neukunden alles? Das sind überwiegend Neukunden. Okay. In dem Fall. Wobei der so Bestandskunde ist. Wobei du sagst, Messe war bei dir auch cool, ne? Wir haben auf der Messe heuer richtig gut verkauft, also das war echt krass. Ja. Und hier, wo du aussächst, ne? Ja. Kommt immer mehr. Also ein Cabrio möchte ich auch noch einen haben. Ja, ist einfach ein schönes Auto. 16er Cabrio. So, da ist der Zylinder vom Verdeck undicht. Ja. Da haben die auch die Krankheit? Ja, die gibt es nicht mehr und die lassen wir jetzt gerade versuchen, fertigen zu lassen. Da haben wir jetzt hier für den haben wir nochmal einen Gebrauchten aufgetrieben.
aber da lassen wir jetzt welche nachfertigen. Das hast du das. Schon eine Adresse? Da sind wir gerade drüber, ja. Ja, ich kann dir eine Adresse geben nachher. Okay. Wo die das sich drum kümmern können. Mhm. Schon auch schön, wenn der kommt. Ja, also 16. Ja. Schalter, ja. Würde ich auch sofort nehmen. Braun, blau, einfach blau. Ja, braun-blau wäre jetzt nicht, das sieht aus wie Carbon-Schwarz, oder? Oder ist es blau? Nee, das ist blau. Ja, okay. Das ist Carbon-Schwarz. Das will er jetzt wissen. Ja. Orientblau. Ja. Was ist das da draußen noch? Ah, wieder voll. Und, aber fast jede Woche andere Autos, ne? Fast, ja. Also es sind jetzt, geht jetzt die Woche geht relativ viel raus, wo fertig geworden sind. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch obligatorischen Rost und Seitenteile lackiert. Dass da die Leute jetzt nochmal Geld in die Hand nehmen, gell? Brutal. Der M3 wird von SMG auf Schalter umgebaut. Der hier? Ja. Aber mit dem originalen Getriebe, was drin ist, ne? Was kostet der Umbau, hast du gesagt? Wir haben super knapp 4.000 Euro. 4? Ja. Schon mit neuer Kupplung und allem? Ja. Der geht jetzt auch raus, der ist jetzt auch fertig. Nach langem, da haben wir die Sitze innen komplett neu aufgepolstert. Und auch ist ein Unterbau, den gibt es auch beledert neu? Ja. Neuer Teppich, alles neu. Der Z3 geht in die Auslieferung. Ist auch fertig. Das ist aber kein echter M. Nee, das ist kein M. 3 Liter? 2,8er. 2,8er ist das. Und dann wieder E30. E30, gut, das ist ja dein Drifter, ne? Meine M3 Evo 1. Oder? Was machst du denn mit M3? Fahrwerk. Fahrwerk, überall Fahrwerk. Ah, das war der, was auf der Bühne war, ne? Ja, genau. Da müssen wir jetzt unbedingt rübergehen. Das ist jetzt nächste Woche, kommt der dran. Okay. E28. Ja, der Fahrwerk ist zum Beispiel Fahrwerk eintragen. Das hat man früher auch verschmäht. Heute ist man froh, wenn man sowas hat. Oder wird gern genommen, diese Jalousien. Ich bin jetzt kein Freund davon. Noch. Ja, ich weiß aber noch, als wir mit den Eltern früher in die Türkei gefahren sind, wir reden hier von Mitte 80, ja. Da hatten wir solche Dinge auch hinten drin. Mhm. Und die hast du leicht verbiegen können immer. Weil ich immer rausgeklotzt habe, habe ich immer Ärger gekriegt. Und das ist der E30 mit? Nee, das ist nicht eurer. Nee, das ist ein Kundenauto. V8? Das ist ein V8, ja. Hardtop auch selten, ne? Das, vor allem das Geile, hast du gesehen, dass ein Schiebedach drin. Ja, aber nachträglich. Nee, die gab es von Wiesmann. Das ist ein Wiesmann Hardtop. Und das siehst du. Also nicht drin. Original? Das ist original so. Das BMW? Das ist ein Wiesmann Hardtop. Ja. Und das Hardtop gab es mit Schiebedach. Also der hat innen eine Kurbel, dass er aufstellen kann. Okay. In dem Ding drin. Was glaubst du, was so ein Hardtop kostet hat? Keine Ahnung. Aber halt irgendwo schon geil. Also. Ja. E34. Oh, ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Genau. Den brauche ich. Ich brauche eigentlich nur die Technik. Rest aber kannst du wieder haben. Ja. Den Rest will ich ja nicht. Glaube ich. Ach, den hast du mal gemeint letztens, wo du gesagt hast, willst du einen E39 mit ein bisschen Rost. Ja. Nee, also für dich ist das ja eigentlich fast gar kein. Ah ja, jetzt komm. Du sagst normalerweise, das ist kein Rost. Nein, ich sag nicht, das ist Flugrost. Ja, ne? Ach du Scheiße. Also so schlimm war mein Sechser nicht, glaube ich, oder? Aber der ist ja richtig fertig. Warum ist denn der so fertig? Ja, weil es nur das da. Der Rest ist... Ja, ja. Aber die Scheinwerfer und so, warum ist der so... Nein, der ist immer draußen gestanden, die ganzen Jahre. Das sind halt 20 Jahre... Deutsches Auto? Deutsches Auto, 20 Jahre gleiche Besitzer. Aber den hat es nicht interessiert, ne? Nicht so. Obwohl ich gerne diese so ein rote hätte, gerne im E39, ne? Der ist nicht ganz schlecht. Was für Motorisierung ist der? 530. I? Ja. Also deiner jetzt? Ja. Ist wirklich nur der Kotflügel? Kotflügel nur hinten die Ecke. Da muss man noch einen Preis sagen, wenn du Kotflügel machst, beide Kotflügel. Ja. Wie viel Kilometer hat er jetzt kommt? 210. Okay, das geht aber. Für 530er. Ja. Muss man Scheinwerfer ein bisschen polieren, ne? Ja, da gibt es die Gläser, gibt es auch. Ja, ich weiß. Also sag mir mal einen Preis dann. Kotflügel, das hinten behoben und hier frisch gemacht wieder. Und da geht der Klarlack weg. Ja. Weil das ist ja dieses Ding rot, Imola-Rot. Ja. Oh, die Spiegelau. Oder? Ja, das ist, wenn er draußen steht, ne? Ja, aber so, dass das so arg ist, ich glaube, der ist billig, oder? Schauen wir mal. So, E36. Und das ist vom Philipp, gell? Ja. Das Auto? Ja. Den M5 kennen wir ja schon. Ja. Der geht jetzt auch das Wochenende. Abgeholt? Ja. Raus.
So, mit dem Besitzer habe ich, glaube ich, schon gesprochen da an dem Treffen bei dir. Ja, genau, hier. Der war da. Ja. 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 Warte mal, hier einen Schlüssel für ihn. Und dann zeigen wir euch natürlich auch den Sechser. Aber das ist der Rote. Mal gucken, was er will. Also mir gefällt das Auto. Also gut, der hat jetzt wirklich viel. Ne? Guck mal, jetzt überall die Lackerplatzer. Ach, normalerweise darfst du nicht zum Heinz kommen. Ohne Scheiß. Passiert immer, dass du eigentlich willst Autos fertig machen und verkaufen wieder. Und dann kommt sowas und dann kaufst du es. Bin jetzt gespannt, was er sagt. Eieiei, Türgriff auch. Bin gespannt, was er sagt. Aber innen schön, Sportsitze. Hosennavi. Oh, ist immer cool hier zu sein. Ne? Welchen? Den Rennwagen? Das ist originale STW. Okay. Originales STW-Auto. Siehst du mal, alles Limousinen gewesen damals, gell? Ja. Hast du den mal so mal gewogen, was da so wiegt, wenn du den so auf Track machst? Nee, das ist ja originales Rennauto. Ja? Das ist kein Track-Auto, sondern das ist ein originales STW-Auto aus der Zeit. Okay. Aus 94. Ach du Scheiße, mit dem IS-Motor. Ja. Das Auto, wo die Sura gefahren hat. Und was hat der an Leistung ungefähr? Weißt du? So, wenn ich es richtig weiß, um die 340 PS. 340? Ja. Wenn ich es richtig weiß. 340? Ja. Wo Serie 143 war? Nee, das ist ja M3-Motor vom Basis. Vom E30 M3? Ja, ja. Ach so. Ach ja, ich sage ja IS. Okay, gut. Teuer. Ja. Den machen wir jetzt gerade wieder eben fertig. Dass der wieder auf den Trecker kann. Der ist jetzt ein paar Jahre gestanden. Okay. Und den machen wir jetzt fertig. Oh, da siehst du auch mal, wie die Dom hier alles verstärkt wurde, ne? Hier. Ja, nach oben gesetzt, ja, ne? Also ja. Der hat ja 19 Zöller damals gehabt. Sind die wirklich 19 Zöller schon so Slicks gefahren? Ja. Relativ schmal, aber da ist eine Art die Achskonstruktion total geil. Also schon mega, was damals gemacht wurde. Was denkst du, was das Ding wiegt? Eine Tonne? Wenn er 1100 Kilo hat, denke ich, wird das habe ich. Es wäre spekulativ, also würde ich jetzt anlügen. Und ich denke, der wird zwischen 1000 und 1100 Kilo haben. Krass. Die hatten da auch ein Mindestgewicht, das die haben. Achso. Ja. Und der ist cool. Wieder mal ein Sechser. Der ist wie geleckt, das Ding, ne? Ja. Die anderen Autos kennen wir. Ach, das war der, wo wir gefahren sind, gell? Ja. Marco nicht? Ja. Ich habe danach auch viel geguckt und ich glaube, dass der Marco auch sehr, sehr viel danach geguckt hat. Aber, also Schrott sind 20/25. Ja. Also Schrott, schlecht. So einigermaßen okay, so, wo wir auch Arbeit haben, sind 40, 50, ne? Naja, gut. Ist halt dann 80 aufwärts. Vielleicht kriege ich einen, wo einfach kein Technik hat, keine Innenausstattung hat und nur einfach nur Achse und Karosserie für 5 oder so. Weil dann würde ich ein Projekt ausmachen. Aber so ein Projekt, wo du wieder dir an den Kopf langst und sagst, ja, was machst du? Was passt zu dem Auto? Wir haben 2 Stück, die wurden M5-Motor drin haben. V10? Nee, I34. Ach so, okay. Drin haben. Das geht mir schon mit dem Klang. Die haben keinen Klang. Mhm. Das stört mich. Das ja, ist nicht mein Part. Also auch vom Fahren her, da ist mir der 10 mal lieber. Ja, gut, ja. Das stimmt. Aber wenn was waren Maximalleistungen in dem Auto damals? Ja, die 260 ist schon ziemlich am Limit. Eine Serie? Nee, das ist schon gemacht. Serie hatte die 220 und du hast die Alpina, da haben wir 240 gehabt. Ich glaube, nach dem Alpina darfst du nicht gehen. Obwohl, darfst du schon noch mal. War ein Serienfahrzeug, ne? Ja. Alpina. Ja. 240. Ah, der ist einer. Ja. Aber das Ding kostet jetzt 150, 200, oder? Ja, nicht ganz. Also der war günstiger und der kauft er dann. Letztes Jahr ist der verkauft worden. Okay. Sieht halt in Silber nochmal frischer aus, ne? Ja. Aber wenn du 240 gehabt hast an Leistung, maximal, dann rechne ich mal 24, 48, 96 PS drauf. Also sag mal 100 PS, dann bist du bei 340, ja. Was da TÜV-mäßig zugelassen ist. Da wäre ich dann wieder da in 54. Aber da sehe ich das in dem Auto nicht. Das sehe ich nicht. Also bin ja, das passt doch nicht. Ich sehe in dem Auto eigentlich ein V10, was nicht geht. Passen her bestimmt schon, aber ich meine von TÜV her. Ja. Wir müssen ja immer alles mit TÜV beachten. Jetzt gehen wir zu unserem Sechser und ich zerbreche mir dermaßen Kopf. Ich glaube, ich habe eBay-Kleinanzeigen auch komplett auseinandergenommen, was Motoren betrifft. Ja, da kommt der V8, nein. Ja, welcher aber? Der 4.6 IS. Ich wollte schon gucken, ob ich einen X5 kaufe, der einfach vom Zustand her schlecht ist, ne? Aber die kosten ja richtig Geld. Oh, kriegst schon für 6, 7, 8.000 Euro. Ja. Da weiß ich aber auch nicht, ob der Motor die Kilometer hat. Da müssen wir halt mal noch, ne? Also ich bin dann auch mit Unterboden machen beschäftigt, mit Eis. Ja, war der Unterboden auch viel? Da war er unter der Tür. Ja, unter der Tür, ja.
Wo war da nix? Ja gut, okay. Also, aber die Löcher sind original. Ja. Gut, das kriegst du wahrscheinlich mit Strahlen. Bist du oberflächlich, ja, ne? Das kriegst du mit Strahlen alles weg. Wenn jetzt mit Sand auf jeden Fall. Ja. Oder halt dann wechseln, ne? Aber da haben andere drin, dann gilt das war schon alles. Ja. Das ist alles nur noch nicht fertig, ne? Also das ist jetzt einfach nur. Also das muss alles noch höchstens sauber gemacht werden. Ja, da am Schwellerbereich ist schon viel neu. Ja. Ne? Der ganze Einsatz hier ist neu. Die Verbereitungen sind eigentlich, auf der rechten Seite sind sie fertig, hast du gesagt, gell? Ja, ziemlich, also geht es jetzt ins Stadion. Aber Heckblech fehlt uns jetzt. Ja, da haben wir jetzt mitgekriegt, dass es nicht mehr lieferbar ist. Sagen wir mal zwischen den Kreisen, es ist lieferbar. So habe ich es auch noch in Erinnerung. Ja. Ja? Mhm. Ich weiß gar nicht, was du willst, sieht doch alles gut aus. Ja, fast, ne? Was ist denn das für ein, er sagt vom hinteren elektrischen Fensterheber, gell? Genau. Aber auch das, denke ich, kriegt man hin. Heckblech? Irgendwie, wenn wir da schon was kriegen. Also da sind auch mittlerweile sehr, sehr viele Leute heiß drauf, wie das am Schluss aussieht. Guck mal, wie breit das ist. Mittlerweile hier. Oder hier. Boah, da hinten hat aber auch ordentlich Schweiß, ne? Genau, das ist drüben auch noch. Und hier? Man schaut es dann halt auch wieder alles wieder nachgebildet, ne? Ja, ja. Gut, da hat er fast keinen Rost. Ja, aber du musst bedenken. Die anderen haben Flugkosten jetzt wahrscheinlich, ne? Also da ist meiner schon besser jetzt mittlerweile. Und da ist das Heckblech im Prinzip, was wir jetzt brauchen, gell? Ja. Weil hier drin hast du ja schon alles im Prinzip vorbereitet zum Anschweißen. Ist ja nicht mehr viel. Es geht immer Richtung Ende. Tankdeckel hat er auch schon gemacht. Ja, der ist auch rausgesetzt, ne? Den haben wir nach außen getragen. Man muss ja nur noch den Schnorchel verlängern irgendwie, ne? Ja, aber das ist jetzt das kleinste Problem. Und der Rest muss dann damit Sinn ausklingen. Mhm. Ja, der Yasin wird eh spucken wieder. Okay, ja, ja, aber Yasin ist halt einer, der jammert halt immer, ne? Ja, dann. Und du hast jetzt diese Bleche auch schon dir praktisch Schablonen gemacht? Nee. Nicht? Ich habe gesagt, das machen wir einfach wieder nach, das ist kein Problem. Ja? Ja, wobei ich schon am Überlegen bin, ob wir nicht einen Abdruck machen. Auch das muss ich mal gucken, wie das geht. Dass wir es abscannen, dass man es entweder dann in Carbon zum Beispiel macht oder eben. Vor allem so Gutflügel, ne? Ja. Und hinten dann aufsetzen oder? Ja, hinten dann zum Ansetzen, zum Ankleben. Da kommt ja eh noch was. Da hat der Heinz ja mich drauf hingewiesen, wo ich jetzt mit dem E30 bin, habe ich dir erzählt. Ja, ne? Ja. Und das wird auf jeden Fall. E30, das ist auch cool. Ja. Was ich auf jeden Fall jetzt hier suche, also ich habe an dem Auto zwei Probleme, wo ich. Zwei Türen brauchst du noch in der Heckklappe. Wie? Zwei Türen? Ja. Warum? Ja, weil die einfach von der Fläche her. Da hat er ja sind extrem viel Arbeit, also da ist vielleicht besser, wenn du eine kriegst. Beide Türen? Ja, die gut sind, weil solche gibt es ja. Die gibt's noch. Da haben schon immer wieder. Habe ich nicht sogar eine Tür da? Du hast doch, die hat doch irgendeiner was gebracht. Ja. Der E-Parts. Oder ja, aber welche Seite waren das? Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich glaube, die Beifahrerseite, wo ganz schlecht war. Ja. Also eine Tür habe ich auf jeden Fall schon, das weiß ich. Ich will halt nach diesem Breitbau, jetzt könnt ihr wieder eure Meinung dazu sagen, der Spoiler, was jetzt gerade drauf ist, der ist jetzt nicht so auffällig. Also ich würde jetzt doch was zum Flügel drauf machen, durch die Verpreisung. Genau, das war mein Überlegen, so in der Art wie der E30 M3. Ja. Weißt du, so in der Höhe, nicht zu arg? Nee, nicht übertrieben. Aber es gibt nichts. Der Counter Japan hat auch da einen drauf, der wohl nicht ganz so groß ist. Wer? Der Counter Japan auf Instagram. Ja, mit TÜV. Ob das TÜV hat, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, ich muss das mal ausmessen, was der Von Hartke gab es was, meine ich, flügelnisch. Ja, ob du den jetzt kriegst. Mal gucken, ob das vom E36 passt. Oder vom E30, dass man die mal ausmisst und dass man die mal ausmisst, weißt du, ja. Weil von der Höhe her perfekt. Ja. Sie E30 schon fast lieber, ja. Weil der ein bisschen kantiger ist. Flügel verdrängt das Ding auf jeden Fall. Ja. Frontlippe habe ich ja auch schon. Ja. Da habe ich die Alpina, Scheinwerfer habe ich, Rückleuchte habe ich. Mhm. Und was jetzt das Hauptproblem, was heißt das Problem? Viele sagen, ja, mach doch einen guten Sechszylinder rein. M52 oder sonst irgendwas. Selbst der M54, wo mir so gefällt, ne, der Motor, sehe ich in dem Sechser nicht. Das lasse ich lieber. Ich wäre jetzt bei dem Auto beim 8-Zylinder. Und da kommt der S65 ins Spiel, also der M3E92. Ja. Wobei der Motor kriegst du auch nicht in der kostet mittlerweile richtig Geld. Ja. So, und dazu brauchst du ja auch Anbauteile für ein Getriebe und das und jenes, das wäre mein Ding, weil das wäre noch, der hat ja 420 PS, ja. Das haben sie aber alle nicht.
Den Motor könnt ihr eintragen, könnt auch einen Prüfstand, wenn er 390 hat, weil bis 400 kann ich eintragen. Mhm. Und drüber halt nicht mehr. Oder der 46 IS, der hat ja 357 PS, der V8. Mhm. Wobei der, denke ich nicht, dass er sie hat. Was sie hat. Also ich glaube, dass der 300 rum hat, ne? Ja. Und dann natürlich der vom E39 M5. V8 Motor auf jeden Fall vom M5, ja. Der mit 400 PS. Der wird perfekt dazu passen, aber... Finde ich geil. Aber hier. Außer man findet halt wieder in Japan einen Rechtslenker, ne? Dann kommt aber wieder, kannst du mit dem M5 schlachten. Ein Rechtslenker schon. Ja, aber ja, was geil. Also wenn das Auto fertig ist, bin ich mittlerweile, dass es schon cool wird. Ja? Eigentlich muss ich es mit Liebe machen, weil es so cool ist. Also, aus der Dummheit raus haben wir das jetzt gerade mitgemacht. Ja? Ich finde es. Legt ihr die Kanten hier noch um? Nee, dass du quasi die Reifen drauf machen kannst. Habe ich gedacht, lass mal die so, die Kante. Nee. Nee, weil das ist Rad weiter drin ist. Das ist ja doof, wenn das so weit draußen ist. Ja, ja, aber ich will ja die Variante hast schon. Was ja die Camper-Version, hast du jetzt angeschaut am Boden? Ja, ja, das war ja? Katastrophe. Ja. Aber das will ich ja nicht. Aber dann kannst du sauber, was? Dann kann der Felgenrand rausschauen und kann dann sauber dann eine Kugelkante ablegen. Nachher wird es dem Michelin etwas breiter geben in Zukunft, weißt du? Und dann habe ich ein Problem, dass er hier schleift. Nee, vielleicht machen wir. Also das einmal. Da geht auch richtig was drunter dann hinterher. Vorne und hinten. Vorne nicht filmen, ist ja geil. Ja, ein bisschen mehr auf jeden Fall. Halbe Zoll locker. Ja, das schon, aber jetzt nicht, was da unten ist. Ja, ja, aber Serie schluckt ja auch schon hier, viel. Wir sind hier ja ziemlich Serienbreite. Bisschen breiter. Aber viel haben wir davon nicht dazu. Stimmt, weil ihr dürft ja nicht nur das hier jetzt rechnen, ja. Sondern war, an der Kante war ja praktisch auch breiter. Ja, war ja auch so weit raus. Mhm. Ja gut, da könnt ihr mal in die Tasten hauen. Vielleicht hat ja noch irgendjemand so einen Motor rumliegen, aus Langeweile oder was auch immer. Auf jeden Fall hätte ich da Interesse dran. Wenn es geht, natürlich mit Anbauteilen, weil also wenn du jetzt nur einen Motorblock hast, dann wird der Rest genauso teuer sein. Oder ich guck mal in Japan. Ja. Nach dem Rechtslenker. Ja. Dann packe ich es wieder. Also Auto muss man ausladen. Abladen, ja. Abladen, ja. Vielleicht ist der Herr Raab ja motiviert. Und lackiert dann vielleicht. Ist ja nur außen geduscht. Du musst eigentlich nichts zerlegen dran. Gar nichts. Alles nur abgeklebt. Machen wir US-Version, oder? Japan-Version heißt das. Japan-Version? Ja, Japan. Alles abgekleben. Abgeklebt ja, ja. Ist. Ja. Aber die Dichtungen müssen hier raus. Aber die kleine Dichtung hast du nicht, gell? Die große. Da muss ich schauen, ich glaube aber nicht. Ich krieg schon einen neuen nicht. Was denn? Eins. Ja. Vielen Dank. Und vielen Dank an Chef. Gute Arbeit. Okay. Laden wir jetzt ab und dann hau ich ab. Okay, bis die Tage. Ciao. Bin zurück von Raab. Wir haben da Schluss da auch noch ein bisschen geredet. Jetzt sind wir wahrscheinlich vielleicht uns einig. Er rechnet nochmal ein, zwei Sachen zusammen, dass das Fahrzeug in dem Original Technoviolett bei ihm doch lackiert wird. Weil wir jetzt auch noch ein paar Teile geguckt, die, ob man sie auch alle bekommt. Die haben wir rausgesucht, das sind natürlich auch noch ein paar Euro. Dann kann ich Seitenteile machen, Kotflügel, Gürteln, alles anpassen, alles lackieren. Ist ja nur außenrum. Ihr habt ja gesehen, an dem Kofferraumklappe, überall innen drin ist überall noch Technoviolett. So, dann bin ich froh, dass es auch in guten Händen ist. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.